Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Ultimate Team. Und ich bin nicht ganz alleine, ich habe noch einen Gast und der kann sich jetzt mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Nubi und ich wünsche euch einen nubigen Tag und oder Abend, beziehungsweise und ja, wollen wir direkt rumzocken oder? So, dann können wir uns auch gleich loslegen, hier mal eine Runde Ultimate Team einfach mal auf die Schnelle. Und dann gucken wir uns mal das gegnerische Team an. Oh, da ist wohl gar kein Manager drin. Nee. Und da haben wir noch so einen Innenverteidiger von Hertha, einen Silberspieler, okay. Ach, ja, linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld haben wir sogar beide das gleiche. Ja. Ja. Oh, schönes Stadion. Danke. Ja. So, von links nach rechts. Ich glaube, dass du hast die alten Dortmund-Trikots an, ne? Diese genau. Gelb-schwarzen. Genau, nicht die Eier, genau. Hab ich. So, Sydney Sam haben wir auch. Jung haben wir da. Und der leckt ein wenig. Ja, hat mir das blöd. Aber die Shirts ist nicht so sehr dein Abonnenten. So. Ah, 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 ah. Ah, verdammt. Oh, Sydney Sander sich gut durchgesetzt gegen Schmelze. Ah, da wollte ich zu viel. Oh, schöne Annahme. Groß! Oh. Und nochmal. Ah, ne. Diouf da mit einem schönen Lob. Auf, also du versuchst jetzt auf wen zu sparen, auf Adler oder auf wen versuchst du jetzt zu sparen? Also du hast ja genug Geld für Adler, aber für wen? Also für Adler habe ich jetzt genug Geld, ich suche jetzt halt noch einen Linksverteidiger und wie du schon sagtest, Alaba wird definitiv jetzt hier zu teuer werden. Ja. Und dann suche ich halt einen guten Ersatz noch, ne? Ich suche auch noch jemanden eigentlich, der den Platz so von Diouf so ein bisschen einnehmen soll, weil... Aber ich, also, ja, Konami und Diouf passt zusammen, ne? Also ich ja, aber die Linie ist halt da noch immer im orangen Bereich und so. Und ja. Deswegen gibt's da, glaube ich, noch keine so guten Werte dann. Okay. Also ich habe jetzt Kiesling, Son und Rutenerst halt, also nicht so als... Ja, die beiden habe ich auch noch, aber halt noch auf der Ersatzbank. Okay. So. Ja, ja. Oh, Jakunan jetzt hier vielleicht mit der Chance. Oh, jawohl, oh, das war aber auch eine ganz riskante Aktion, ne? Ja, also das hätte auch guten Elfmeter geben können. Oh. Und hast du wieder dein Teamfestig und alles gemacht. Jupp. Ja, Zuschauen lohnt sich. Auf jeden Fall. So. Oh, ein bisschen aufpassen hier. So. Jetzt. Hier. Oh, meine Güte nochmal. Immer vom letzten Mal. Noch durch die Beine, du. Das kann nicht wahr sein. Da laufe ich in die Grätsche. Das ist nicht. Und Jakunan. Aber ich finde, also, das letzte Mal, also, ich bin ja ehrlich, ich habe dich ja letztens gefragt wegen meinem Team, wegen meinem Bully-Team. Ja. Und da hattest du noch ein ganz anderes, also ich finde es echt krass, wie du dich gestiegen hast, jetzt recht mit der Unterstützung deiner Abonnenten. Und, also ich finde wenigstens das eine gute Community, also es gibt ja manche, die haben, keine Ahnung, eine Million und da gibt es nur welche, die schauen nur 100.000 oder so. Und da finde ich wenigstens hast du 200 und da schauen dir auch wenigstens 200 zu. Oder wenigstens die meisten. Also, du hast natürlich nicht, so wie Sirius das ja auch schon sagte, selbst nachher bei 1000 oder so hast du ja niemals immer, dass 1000 Leute dir dann ja auch zugucken. Mhm. Ja, die deine ganzen Abonnenten verteilen sich dann natürlich auch auf den, sagen wir mal, auf den
Bereich, ups, auf den Bereich, den sie gucken wollen, ja. Der eine guckt halt gerne FIFA, der andere guckt gerne lieber halt die anderen Sachen oder so. Ja. Genau, so, und darauf verteilt sich im Endeffekt deine ganzen Abonnenten. Ja, und man muss halt bloß selber noch halt gucken, dass man halt immer einen guten Mix hat, ne? Und auch schnell sehen tut, was läuft und was bringt einem nicht so weiter, ne? Boah, das war ganz riskant, deswegen konnte ich gerade nicht so antworten. Ja. Boah, dafür ist das eingelegt. Hätte sogar, also. Wow. Ach komm. Ach nee. Was? Rote Karte? Ach, jetzt hau nicht durch, Alter. Das hätte ich auch nicht so erwartet gerade, diese rote Karte. Also, Für Trikot ziehen, okay, vielleicht war das letzte Mahn, aber das war ja. Das war doch nicht mal. Das war vielleicht eine Ermahnung jetzt. Im Höchstfall vielleicht eine gelbe Karte, aber doch keine rote. Oh mein Gott. Heftig, heftig, heftig. Nein, zu leicht. Ja, wow. Gut ist dann. Wow, auch wieder. Ja, aber vielleicht ist es mal eine gute Abwechslung, so mit anderen Abonnenten oder Zuschauern mal zu spielen, oder? Also wieder mit Zuschauern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und es ungelogen, das ist die erste, also sage ich mal, die erste Aufnahme mit einem anderen YouTuber und sogar, also ich weiß noch nicht, ob es auf meinem Kanal kommt, aber auf meinem Kanal vielleicht, das erste Video, was ich als YouTuber, sage ich mal, veranstalte. Und da wollte ich dich mal fragen, wie schlage ich mich jetzt so? Was denn? Wie schlage ich mich so? Ja, wunderbar, also da gibt es immer so, es gibt kein Allheilmittel oder so, ne? Man muss halt einfach nur so wie, wie Frank das schon gesagt hatte, so in seinem Erklärungsvideo, einfach du selbst sein und nicht verkrampfen oder so, weil wenn du wirklich verkrampfst oder so, das ist denn wirklich das, jetzt sagen wir mal so tödlichste, ne? Was du als YouTuber machen kannst. Ja. Aber es geht schon, geht schon. Alles gut. Boah, oha, das war ganz knappe Aktion. Ich muss mich hier irgendwie noch ganz doll von der verdammten roten Karte da irgendwie so ein bisschen wieder organisieren. Weil man denkt immer, das wäre so einfach so also wegzustecken, aber es geht einfach gar nicht. Also das ist wirklich schwer. Obwohl, da hast du nochmal gut geklärt. Zeit ja. Vor der Halbzeit und so. Da habe ich halt schon von Weitem halt gesehen, dass dort die in der Mitte schön frei war und dann, ja, da muss man es halt einfach versuchen, mal das Ding da durchzusemmeln. Na gut, okay, jetzt hier in der Wiederholung sieht man es nur ganz kurz. Ich hatte aber auch Glück gehabt, dass dein Verteidiger doch etwas spät gekommen ist, sonst hätte er mir dann noch echt den Ball in letzter Sekunde wieder abnehmen können, was man ja leider in FIFA zuhauf kennt. Ja. Ich habe auch gerade, wie gesagt, das Übelste wieder mit FIFA, dass die Folge, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, die ich jetzt gegen Augsburg spielen muss, da hast du echt das Gefühl, dass du gar nicht Augsburg vor dir hast, sondern Real Madrid oder FC Barcelona, weil die spielen auf einmal, als ob die die neuesten Götter sind oder so, weißt? Boah. Ah, verdammt. Na, das jetzt die gelbe Karte bedeuten und Chris gar nichts, Alter. Das ist so Wahnsinn. Guck mal, du bist sogar von hinten in die Beine rein. Das hätte sogar eine rote Karte geben können, weißt du? Das ist so doll, Alter. Das ist einfach. Das ist FIFA, weißt du. Aber deine Meinung, also was findest du bis jetzt besser? Also klar, man hat sich an FIFA 14 gewöhnt, aber was war bis jetzt dein bestes FIFA-Teil, was du hier gespielt hast?
das, ja, die wurden jetzt eigentlich von 13 zu 14 wurde das ja halt immer besser, weißt? Ja. Also, ich sag mal, die haben alle so ihre Vor- und ihre Nachteile, ne? Mit FIFA 14 wurde dann doch ein bisschen mehr dynamisch und so. Aber es sind trotzdem immer noch tierische Macken, dass wie jetzt eben ganz komische Karten vergeben werden. Oder auch mit diesem Touchball halt, dass die Bälle nicht gerade richtig, ja, wie soll ich sagen, richtig, richtig passen. Also manchmal passe ich zum Gegner oder mache eine Flanke und der Ball geht aber wo auch ganz anders hin. Und das ist halt schon wieder ein bisschen sehr nervig und da kann man wieder hoffen, dass das mit 15 nachher wieder ein bisschen besser wird oder so, ne? Ja. So. Und dass die Jungs dann irgendwann mal ein bisschen intelligenter werden. So ein Killerball. Oh mein Gott. Ja. Oh, das liegt doch so auf. Vor allem, ich wollte nicht mal da fehlt Hummels direkt, das merkt man sofort. Ja. Und das macht so einen Spaß, weil denke ich mir, dass du so schön um den Tower glänzt und dann kommt Sober. Boah. Also ich habe einen Kumpel von mir, der hat die Xbox One und hat ab da vorgestern bei dem mal FIFA wieder gezockt und so. Das ist ganz ehrlich, das es sind ja eigentlich nur marginale Dinge so, die jetzt halt auf der Xbox anders sind oder so, ne? Aber schon diese kleinen Dinge, die machen so viel aus, das glaubst du gar nicht mehr. Zum Beispiel, ich habe auch gesehen, da gab es zum Beispiel so kleine Features, die es nur auf der Next Gen gab. Zum Beispiel diese Fans machen zum Beispiel aus so Blättern so deine deine Choreografie. Genau. Ja. In deiner Mannschaft. Zum Beispiel, ich habe jetzt bei irgendjemandem gesehen, der hat mit der Next Gen so eine Karrieremodus mit Stuttgart, auf einmal haben die Fans das halt so ein Bild gemacht, also von ihnen selbst, in Stuttgart und so, was halt die richtigen Fans machen. Und hier auf dem PC oder generell auf den alten Konsolen, das ist halt nicht so. Und das ist halt. Ja. Ja, es liegt vieles noch halt an der Engine. Oh, der war nicht schlecht gewesen. Ich finde das halt. Ich finde das halt auch so eine plumpe Ausrede, die EA da gebracht hat, dass angeblich, sie haben ja gesagt, sie bringen die Ignite Engine halt nicht auf den PC, weil angeblich zu fast überwiegend die PCs nicht dafür ausgelastet sind, mit der Grafik-Engine umzugehen. Da dachte ich echt so, wollt ihr mich verarschen oder was? Erst recht in diesem Zeitalter. Ja. Zum Beispiel in diesem Zeitalter gibt es zum Beispiel so Gaming-Mäuse, die nicht mal so aussehen wie Mäuse, sondern wirklich schon so wie Roboter. Also ich habe zum Beispiel so eine Maus mal, war ich kurz davor, so eine zu holen. Da hat man nicht mal diesen rechten Klick gesehen, also die rechte Klicktaste, sondern wirklich nur noch so Drehteile und so alles. Also es war wirklich nicht mehr eine Maus, sondern es war wie so ein kleiner Roboterhund. Also. Okay. Ja. Ja. Oh, Sydney Sam. Boah! Meine Güte nochmal, da hätte nochmal richtig was werden können. Das ist auch schon beispielsweise so ein Ding, dass nie immer einer richtig dasteht, Junge. Was ist jetzt? Ach, jetzt war wieder irgendwelche Abseitspositionen. Das ist auch immer. So. Ja, Pisscheck war schon eine teure Angelegenheit. Den habe ich, glaube ich, für 13.000 oder so. Mit einem Chemical Style. Das, aber das hat sich definitiv gelohnt. Boah, nein, das, den wollte ich nicht mit der ganzen Spiel, weil er gerade reingelaufen ist. Ja. Ja.
Ah. Nein, warum? Ist doch noch gespeichert, oh Mann. Nein! Also ich suche immer noch, also ich habe jetzt gerade 1500 Münzen, also nicht so erfolgreich wie du gerade. Aber ja, also ich versuche was zu machen, also ich versuche halt ein richtiges deutsches Team zu machen. Klar gibt's da halt zum Beispiel eine Ausnahme wie Brooks, also den silbernen Innenverteidiger. Also ich versuche dann halt, glaube ich, auch so ein Bundesliga-Team zu machen, statt einfach nur die Deutschen. Ja, also das habe ich ja beim Vordings auch gemacht und ich finde das halt einfach persönlich viel viel besser, sowas zu machen. Was jetzt ja irgendwie neu rausgekommen ist, sind ja diese sogenannten werden jetzt immer mehr in Anspruch genommen, halt so Hybrid-Teams oder so. Wo die Typen halt gar nicht so zusammenpassen, also weißt. Ja. Ah, jetzt könnte es was werden. Boah, ich blöd, Mann, Alter. Schmelzer, du dummer Hund, Junge. Davon haben wir doch eben erst gesprochen. Oh, das kann nicht wahr sein, du. Nur weil er da auf meinem Kopf gekommen ist, so, ey. Und dann ist es unentschieden. Wow. Alter. Das geht so einfach. Ach. Aber du hast ja eben noch diesen Frank Sirius da angesprochen. Hast du irgendwie schon Kontakt mit ihm aufgenommen oder irgendwie schon, weiß ich schon, so irgendwie jetzt in echt getroffen so? Oder nur von den Videos? Nee, nee, nur von den Videos. Ja, ein paar Mal hat er dann auch schon bei mir so mal geantwortet oder so. Aber noch nicht so live so. Okay. Weiß es ja, das Jahr ist noch jung, aber wirst du dieses Jahr so zu Gamescom oder so gehen? Oder? Da werde ich das zweite Mal auf jeden Fall sein, weil ich war auch letztes Jahr da gewesen. Und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder machen. Oh, jetzt hast du die Chance. Alter Schwede. Du willst sogar extra nochmal nach rechts, die dann richtig mit links. Ja, mein Gott, ey. Also, da muss ich echt was anderes rein tun. Also, ich hab da zwar Son, aber der gefällt mir generell auch im Karrieremodus nicht so. Also, in echt ist er zwar richtig gut, also keine Frage, das sieht er auch echt gut, aber. Also FIFA haben die dieses Jahr echt nicht so Bombe gemacht. Bei 13 war er schon richtig gut gewesen. Genau. Hat er auch voll viele Informs, also voll viele, also 1 oder 2 hat er, glaube ich. Und ja, da war auch recht gut. Genau. In Hamburg halt. Oh, da gehen wir auch. Und da wechselt er mit dem Spieler. Ist es bei dir auch manchmal so, dass einfach die Spieler so gewechselt werden, obwohl man das nicht will? Aber so kurz bevor der Ball kommt? Das ist manchmal richtig nervig. Oder dass wenn du einen haben willst, so, dass er denn nicht den richtigen nimmt. Oder so wie zum Beispiel eben auch, du machst eine Grätsche, du siehst genau, dass die Figur da durchrennt und er läuft einfach weiter, als ob gar kein Bein da ist, weißt? Ja, vor allem, die wollten es ja dieses Jahr realistisch machen, also ich spiele ja selbst Fußball und wenn jemand an mir vorbeigrätscht, dann springe ich auch sicherheitsweise hoch und die laufen ja wirklich jedes Mal laufen die einfach, als ob da nichts wäre. Das ist halt echt, also nicht so, also klar, es ist noch ein Spiel, aber wenn die schon sagen, es ist wirklich realistisch, dann erwarte ich auch Realismus. Boah. Ach, du hast auch Leno im Tor, also okay. Ja. Also, ich hab dir auch schon vorhin den Tipp gesagt, also ich habe auch gerade den Tipp erst erfahren, aber ich glaube, ich sollte mir auch so einen Weidenfeller holen, also zum Test. Weil ich hab gehört, dieses Jahr soll er richtig overpowered sein. Und, okay. Ja.
Na, ich habe jetzt erstmal auf Dings geboten. 2300 oder so. Und mal abwarten, was da kommt. Okay. Ah, verdammt. Wow. Ja, trotzdem, schönes 1-1 gewesen. Also, rote Karte. Ey, rote Karte, Alter, das ist immer noch so ein Ding der Unfassbarkeit. Aber ich fand das Spiel trotzdem ganz klasse, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall auch die Themen, nicht nur halt rund um den Fußball, sondern auch um den Rest. Und ich bedanke mich jetzt auch an die Zuschauer, die schön dazu geschaut haben. Und da nochmal das Kopfballding hier von Schmelzer, echt. Das war noch so ein Wahnsinnsding. So, von meiner Seite war's das. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich gebe die letzten Worte an meinen Gast ab. Bis dann, liebe Zuckerfreunde. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke auch dir, Mr. Jozocker. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung. Und das war's von mir. Alles klar. Tschüss, liebe Zuschauer. Ciao.